Guten Tag, Leute. Ihr seht hier schon, Paketezeug ist angekommen. Ich habe mir einen neuen PC jetzt bestellt und gekauft. Deutsche Post liefert ab jetzt Pakete in der Qualität. Ja, muss ich echt sagen, keine Ahnung, was das soll. Ja, huch. So öffnet man Pakete. Oh, geil. Digga, das ist es nicht in ihr Ernst. Hey, ich habe doch den 3600er bestellt. Der X ist der noch schnellere mit 3,8 GHz. Den stärkeren Prozessor bekommen. Hey, geil, ich zahle weniger und krieg einen bisschen stärkeren Prozessor doch. Luftballons, 79 Evo Plus, 500 GB, SSD, M2 und Code. Dann das Netzteil, der RAM, Corsair mit LOL und FEV. Ich hoffe, der Grafikkarten geht's nur gut. Der hat ein bisschen nicht ganz überstanden, aber das ist eine GeForce 1660. Drei Lüfter und sehr groß. So, da ist gleich die Code-Anleitung, wie man Brot serviert vom CD-Schacht. Der ganze Brotkasten, der Toaster ist da drin. Strohhut und das ist Gummidip. Und damit werde ich mir meinen Fahrradreifen ansprühen. Hat gar nichts damit zu tun, habe ich mir einfach jetzt schon mal bestellt. Also ihr wisst, es kommt auch darüber ein Video. Hier ist Lieferschein. Brauchen wir nicht, habe ich ja nie bestellt. Mal ein bisschen mehr Code. Und hier ist das Mainboard. Oh, Technik. So, lol. Bauspin. Ja. Ja, das werde ich jetzt dann zusammenbauen. Da könnt ihr aber andere Tutorials anschauen, weil mein Channel besteht aus Fahrrad. Aber ihr sollt ja auch wissen, wo die Videos drauf geschnitten werden in Zukunft. Nämlich auf dem ganzen Setup hier. Das habe ich übrigens auch in dem Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr das Ganze auch euch anschauen und bestellen, falls ihr da Bock drauf habt. Code ist da drin, ich bin hier. Die CPU ist schon mit drin, die SSD-Karten ist schon mit drin. Den Lüfter habe ich jetzt gerade hier verkabelt, so indem das Kabel hier einmal schön rumgeht, rumgeschissen. Es ist schön in einer Line, das ist jetzt für die Grafikkarten dann, das ziehe ich dann durch. Rum. Hier, wie gesagt, immer mit Kabelbindern ein bisschen rumfummeln, dass das alles schön hier wird. Und hier das große Monster. Und ich muss sagen, Gigabyte macht das echt gut. Die drehen den einen Lüfter so, dass er hier wegdrückt und der andere drückt dann in die Richtung und der nächste dann wieder in die Richtung, damit das sich nicht so verwirbelt. So. Ganze ist wirklich sowas von dumm einfach gemacht. Ich habe es mir echt schwieriger vorgestellt, das PC zusammenbauen. Man muss halt wirklich nur gucken, wo man alles zusammensteckt und wie und was. Aber und der Arsch brennt. So ein komisches Staubmagnetgitter. Das legt man eigentlich oben drauf. Und für hier vorne gibt es dann auch nochmal so ein Ding. Seht ihr, also ist einfach wunderbar drin. Die Frontschürze kommt dann so drauf. So, die ist auch wunderbar dran. Falls ihr wissen wollt, wie man RAM einbaut, einfach hinwerfen. So, jetzt ist der RAM auch drin. Weg. So. Aber ich denke, das kann jeder selber hinkriegen, wenn er sich ein bisschen informiert, ein paar Tutorials guckt. Ist mal was anderes. Da hinten könnt ihr noch SSDs reinklatschen, da unten nochmal zwei Festplatten. Ganz ehrlich, für das Geld 40 Euro Case. Die ganzen Komponenten um die 700 Euro dann mit dem Case hat alles. Also. Das war Wupitz. Das war Wupitz. MTB Künste. Wupitz, Wupitz, MTB Künste. Wupitz, MTB Wünsche.